Die Lage am Persischen Golf ist hochexplosiv. Vor wenigen Tagen musste Saudi-Arabien infolge eines Angriffs auf ihre Erdölanlagen ihre Produktion massiv drosseln. Zu dem Angriff bekannten sich die Houthi-Rebellen im Jemen. Die wollten das als eine Vergeltung verstehen gegen die anhaltende Bombardierung der saudischen Kriegskoalition gegenüber der jemenitischen Zivilbevölkerung. Die USA allerdings haben den Schuldigen im Iran ausgemacht. Zu einem Zeitpunkt allerdings, wo selbst das Königshaus in Saudi-Arabien nicht zu nennen vermochte, wer denn der Angreifer gewesen ist. Die Bundesregierung hat die Angriffe auf die Erdölanlagen umgehend verurteilt. Aber die Schnelligkeit dieser Verurteilung steht im Gegensatz zu ihrem jahrelangen Schweigen zu den Kriegsverbrechen der saudischen Kriegskoalition gegen die Zivilbevölkerung im Jemen. Die Bundesregierung sollte sich jetzt, statt an die Seite der USA zu stellen und die Kriegsgefahr weiterhin steigern zu lassen im Persischen Golf, sollte sie alles tun, um einen drohenden Krieg gegen den Iran zu verhindern, der sowohl die Sicherheit in der Region als auch von uns in Deutschland und Europa gefährden würde. Die Bundesregierung muss die plumpen Kriegsdrohungen der USA unter Präsident Trump zurückweisen und klarmachen, dass wir weder direkt noch indirekt in einen Irankrieg verwickelt werden wollen.